Erstmal einen wunderschönen guten Morgen aus Abstadt. Vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben. Heute eine Frage von René. René möchte wissen, Servus Martin. Mein Name ist René, ich komme aus Thüringen und habe folgende Frage. Wie sieht es mit der Belüftung des Biofilters bei kalter Überwinterung der Koi aus? Meine Teichtemperatur beträgt momentan ca. 7 Grad Celsius. Ist eine Belüftung notwendig oder reicht es aus, das Becken mäßig zu belüften, so wie du es mehrmals schon beschrieben hast? Danke dir im Voraus und mach weiter so. Es dankt und grüßt René. Ja, René, ich würde auf jeden Fall den Biofilter bei kalter Überwinterung würde ich nicht belüften. Ich würde die Belüftung ausschalten. Ich würde gucken, dass ich den Teich, so wie du schreibst, mäßig belüfte. Jetzt müssen wir natürlich wieder unterscheiden. Habe ich einen abgedeckten Teich, habe ich einen unabgedeckten Teich? Bei einem abgedeckten Teich würde ich auf jeden Fall auf eine redundante Belüftung setzen. Das heißt, zwei kleine Belüfterpumpen sind besser als eine starke und diese beiden auch auf unterschiedliche Stromkreise. Denn sind die Teiche abgedeckt, sind sie allzu hermetisch gegen die Umwelt isoliert, dann würde natürlich der Ausfall der Belüfterpumpe gleichbedeutend sein mit einem stetig sinkenden Sauerstoffgehalt, der dann irgendwann mal im Tod der Fische endet. Warum würde ich die Belüftung ausschalten? Zum einen kaltes Wasser hat genügend Speicherfähigkeit für Sauerstoff. Da spielt Sauerstoff in der Regel keine Rolle, wenn er denn regelmäßig oder kontinuierlich eingetragen wird. Ich treibe über eine starke Biofilterbelüftung oder über eine zu starke Belüftung treibe ich natürlich zusätzlich Temperatur aus. Wenn irgendwann mal die Außentemperaturen unter 0 Grad fallen, kann dieser Effekt sogar eklatant sein. Also da würden deine Temperaturen dann immer deutlicher fallen und auch deutlich schneller, als es in einem natürlichen Gewässer wäre, weil ich da natürlich auch einen zusätzlichen Mechanismus habe, der die Temperatur austreibt. Und ein anderer, kleinerer Effekt ist natürlich das Austreiben des CO2s. CO2 kommt in der Regel im Koi-Teich ins Wasser über die Abatmung der Fische. Der CO2-Ausstoß steht aber in direktem Zusammenhang mit der Fütterung. Bei 7 Grad wird wenig gefüttert, entsprechend wenig CO2 habe ich und fällt mein CO2 gegen 0 und das kann durchaus passieren oder unter 5 Milligramm, dann wird natürlich auch mein pH-Wert entsprechend hoch sein und ich habe im Winter eigentlich schon einen Parameter, der meinen pH-Wert, zumindest in Mitteleuropa, der meinen pH-Wert nach oben tendieren lässt im Winter und das ist die Carbonatherde. Wer im Winter Wasserwechsel macht, wird eigentlich dafür sorgen, dass die Carbonatherde im Vergleich zum Sommer ansteigt, weil die Carbonatherde im Winter nicht abgebaut wird und das würde dann Carbonatherde plus das ausgetriebene CO2 über die Belüftung würde dann dazu beitragen, dass sich der pH-Wert irgendwann mal deutlich über 8 stabilisiert und dass auch so wenig CO2 im Wasser ist, dass es, man spricht von der sogenannten respiratorischen Akzidose, das heißt, dass sich dadurch auch eventuell der Blut-pH-Wert der Koi verändern könnte, auch das wäre nicht wirklich optimal. Also von daher, du bist da auf dem richtigen Weg. Im Winter Biofilterbelüftung aus, wenn ich bei kalt, bei unter 7 Grad belüfte, eine mäßige Belüftung im Teich, ist der Teich abgedeckt, dann redundant, also zweifach belüftet und diese Belüfterpumpen dann auch noch über unterschiedliche Stromkreise absichern, dass wenn eine den Stromkreis lahmlegt, wenn die Sicherung fällt, wenn der FI fällt, dass dann die andere Pumpe noch weiter fällt. Das sind so die Feinheiten im Winter. Wir haben ja mal den Block fast alle Koi tot, haben wir hochgefahren. Wir haben lange überlegt, sollen wir es machen, sollen wir es nicht machen. Heute weiß ich, es war genau richtig, weil wir viele Leute vor ähnlichen Problemen bewahrt haben. Nicht die Leute, sondern vordergründig natürlich die Koi. Und ich weiß, es ist danach immer noch in einigen Teichen passiert und die Leute sind zu mir gekommen und haben gesagt, Martin, du hast es uns eigentlich deutlich gezeigt, dass man es so nicht macht, wie gefährlich das ist. Wir haben nicht auf dich gehört. Heute sind unsere Koi auch tot. So, also vielen Dank für die Frage, René. Wenn Sie Fragen haben, einfach schicken. Ich versuche sie zeitnah zu beantworten. In diesem Sinne, machen Sie es gut. Bis die Tage. Ciao.